das funktioniert. Tada! Boah, ich bin da so gut dran, da. Holla die Waldfee. Jetzt habe ich hier ganz viel buntes, kräuseliges Gedöns. Und das werde ich alles auf eine Pulle Baileys draufkleben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Welcher am Mittwoch diesmal beginnt. So, ist das eine gute Farbmischung für einen Mann, für meinen Chef? Ich glaube ja, das geht in Ordnung. So, die drei waren das, ne? Ja, die drei. Okay. Gut. Genau, herzlich willkommen zum neuen Wochenvlog. Ich bin gerade dabei, die letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschenk für unseren Chef vorzubereiten. Vorbereitung vorzubereiten. Wie habe ich das gesagt? Wie habe ich den Satz angefangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Großartig. Auf jeden Fall liege ich da praktisch jetzt in den letzten Zügen, das fertigzustellen. Denn den Hauptteil des Geschenks, den habe ich gestern schon eingepackt. Und jetzt haben wir noch eine Flasche Baileys gekauft für ihn, weil das im Angebot war. Und jetzt werde ich das noch einpacken und dann wird das hoffentlich ein freudiges Geschenk werden. Denn morgen ist unsere Weihnachtsfeier, unsere abteilungsinterne. Das wird ganz super, wenn wir bis 3 Uhr arbeiten und danach erstmal schön auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ein Teil zumindest, also da hat ja nicht jeder Bock drauf. Und danach im Anschluss werden wir schön essen gehen in einem Steakhouse, welches super teuer ist. Obwohl für ein Steakhouse sind das wahrscheinlich total normale Preise. Nur für jemanden wie mich, der natürlich Millionen verdient mit seinem Job, ist das ganz schön viel Geld. Ja, das wird großartig. Das wird hoffentlich wirklich großartig. Und mir ist kalt. Ich muss die Tür zumachen, damit es hier besser, schneller warm wird. Und ich habe gerade einen Berliner gegessen, welcher mit einer Vanillecreme gefüllt war. Das war köstlich. Aber ich habe heute so viel Süßkram gegessen, ich brauche dringend was Herzhaftes. Deswegen werde ich mir gleich ein Stück Fleisch machen, glaube ich. Aber ich weiß noch nicht wann, weil ich jetzt eigentlich voll gefressen bin und ich muss eigentlich warten, dass meine Waschmaschine mit dem Trocknen fertig ist. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit, ganz egal wie viel ich da reinpacke, der kriegt das nicht gebacken, das dann entsprechend zu trocknen. Ich weiß nicht woran das liegt, warum und wieso und weshalb, aber ständig macht er dann eine Fehlermeldung. Und da ich nicht jeden Tag da runtergehe, liegt die Wäsche dann nass da in der Waschmaschine rum. Das ist leider nicht so geil. Deswegen muss ich mal gucken, woran das liegt, ob die Pullover einfach, wenn die nass sind, so schwer sind, dass es diesen Fehler gibt oder woran das sonst liegt. Und dann muss ich gucken, dass ich das irgendwie behebe oder umgehe und keine Ahnung was. So, das waren ganz schön viele Worte. Ich muss Schluss machen. Ich muss das Geschenk weiter einpacken. Einen wunderschönen guten Morgen und oh, man sieht mich gar nicht. Hier sieht man mich ein bisschen. Da fährt ein Auto. Wo parkst du? Parkst du neben mir? Parkst du nicht neben mir? Okay. Ich vlogge gerade hier ein bisschen, weil ich noch warten muss, bis der Aldi aufmacht, denn es ist noch 2 Minuten vor 8. Und er hat auch nicht auf. Und ich will da nicht im Regen warten, deswegen sitze ich jetzt hier im Auto und in diesem total awkward Winkel. Und ja, ein paar vorweihnachtliche Einkäufe machen. Und Gedöns. Und dann nach Hause. Erstmal eine Runde zocken. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, diese Pflanze, die wird es leider nicht überleben dieses Jahr. Ich glaube, die kann ich wegschmeißen. Die ist ein bisschen knusprig. Großartig. Ich brauche eine neue Pflanze! Also, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber diese Kamera hat irgendwie überhaupt keinen Fokus. Ist die Linse beschmiert? Huch! Das fällt mir da doch noch aus der Hand. Es wird nicht besser. Ich glaube, es ist wegen zu dunkel. So sieht man, glaube ich, mehr. So kann ich nicht sitzen. Das ist leider ganz schrecklich. Deswegen müsst ihr leider mit einem sehr unscharfen Bild leben. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist euch vielleicht aufgefallen, aber es ist jetzt schon Montag früh und dieser Vlog ist weder beendet, noch ist er online. Ja,
Das liegt daran, weil ich gestern bei meiner Mutter war und dort ein bisschen hauswirtschaftliche Dinge erledigt habe und erst um, ich glaube, 10 Uhr oder so nach Hause gekommen bin. Dementsprechend bin ich da ein bisschen im Verzug geraten mit dem Vlog und dachte mir, ja, okay, jetzt ist auch egal, jetzt kannst du es auch am nächsten Tag erst machen. Deswegen, ich werde jetzt die allerletzten weihnachtlichen Einkäufe erledigen. Ich muss nämlich noch Fleisch und Gemüse holen. Und dann werde ich wieder nach Hause fahren und dann werde ich diesen Vlog schneiden, hochladen, fertig machen. Und dann werde ich noch ein bisschen zocken. Und dann werde ich wieder zu meiner Mutter fahren und dann kann Weihnachten beginnen. Juhu! Oh, das wird ein Spaß. Das wird das Festival schlechthin. Das möchte ich schon mal sagen. Das wird super. Das wird ganz großartig. Deswegen, ja, dieser Vlog endet jetzt hier, weil Cut und so, ne? Das Weihnachtsfressen, das werde ich auch vloggen, aber das werde ich dann erst für den in den nächsten Vlog hereinschneiden, der ja jetzt diese Woche ist. Also am kommenden Sonntag hoffentlich rauskommt. Und ja, das war's für diesen Vlog und wir sehen uns im nächsten Vlog und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn nicht, dann tut's mir leid, dann müsst ihr irgendwas anderes gucken. Ja. Cheerio!